Ho, 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 Merry Christmas. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und willkommen zu meiner Weihnachtsstunde. Im kommenden Video zeige ich euch ein Spielprinzip, wie ihr eure eigene Weihnachtsstunde durchführen könnt. Und viel Spaß, bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich bin der Martin und ich habe mir heute etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch einfach mal teilhaben an meiner letzten Trainingsstunde, an meiner letzten Stunde vor den Ferien, meiner Weihnachtsstunde. Es ist Weihnachten und da ist auch wirklich die Zeit, mal etwas zurückzugeben. Und deswegen ist immer in der letzten Stunde vor Weihnachten bei mir ein ganz besonderes Spielprinzip. Ich mache ein kleines Tennis-Event und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Vorweg, dieses Video ist nicht nur für Weihnachten gedacht. Ihr könnt das Spielprinzip auch für alles Mögliche verwenden. Für euer Vereinsjubiläum, für einen Tennisveranstaltungstag, für einen Kindertag. Ganz egal, jeder hat bei diesem Spielprinzip ziemlich viel Spaß und ich kann euch nur empfehlen, das einmal durchzuführen. Kommen wir dazu, was ihr als Trainer braucht, um diese Spielstunde durchzuführen. Ihr braucht vor allem erstmal eine ganze Menge Süßigkeiten, denn jeder, der das Spiel oder der ein Spiel gewinnt, darf aus dem Süßigkeiten-Sack ziehen und sich eine Süßigkeit auswählen. Wie viel ihr braucht, kommt immer darauf an, wie viele Trainingsgruppen ihr natürlich habt. Ich habe so 10 bis 15 Trainingsgruppen und ich kaufe immer so im Wert von 40 bis 50 Euro Süßigkeiten. Mauarms, Lutscher oder sonst irgendwas, irgendwas Kleines, was man da rausnehmen kann und worüber sich Kinder oder auch Jugendliche und Erwachsene freuen. Als nächstes braucht ihr natürlich Hauptpreise. Hauptpreise ist bei den Kindern meistens bei mir ein großer Schoko-Nikolaus. Das hebt sich immer so ein bisschen ab von dem, was man aus dem Süßigkeiten-Sack zieht. Und da freuen sich die Kinder auch immer drüber. Bei den Erwachsenen ist es hin und wieder mal eine Flasche Sekt oder eine Tennisseite oder ein Griffband. Das ist natürlich komplett euch überlassen, was ihr da macht. Als nächstes braucht ihr natürlich Spielzettel, denn es gibt nämlich einen Spielzettelsack, aus dem dann später die Spiele rausgezogen werden. Und ich habe einen kleinen Service für euch vorbereitet, nämlich unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dort könnt ihr entsprechend die Spielzettel einfach nur ausdrucken und könnt ihr schon zuschneiden. Dann habt ihr alles parat mit den Spielen, die ihr gleich sehen werdet. Als letztes braucht ihr natürlich auch Trainingsequipment, um die Spiele durchzuführen. Hütchen, denke ich mal, hat jeder Tennistrainer da. Platzmarker sollte auch kein Problem sein. Und bei manchen Spielen braucht ihr das ein oder andere Extra-Gimmick. Aber das ist eigentlich kein Problem, das hat jeder eigentlich im Haushalt da. Kommen wir zu den Spielregeln. Wie funktioniert das Ganze? Also, es wird gezogen, ein Spiel, und dann gibt es Punkte für dieses Spiel. Ich mache das immer nach dem Schlag-den-Raab-Prinzip. Also, die Älteren werden von euch werden sich erinnern, Schlag-den-Raab funktionierte immer so. Auf Spiel 1 gab es einen Punkt, auf Spiel 2 zwei Punkte, auf Spiel 3 drei Punkte. Das heißt, die späteren Spiele sind einfach mehr Punkte wert. Und das ist ein recht spannendes Spielprinzip und hat sich bei mir ziemlich bewährt. Dann kann man es natürlich auch so machen, dass man einfach vor dem Spiel einfach einen Würfel würfelt und die Anzahl der Augen, die Punktzahl der Augen ist dann entsprechend die Wertigkeit des Spiels. Auch das kann man machen. Das ist Geschmacksfrage, wie man es machen möchte. Ich mache es immer nach Schlag dem Raab, aber ihr könnt natürlich auch den Würfel nehmen. Dann ziehen die Spielteilnehmer in der Reihenfolge immer ein Spiel. Dieses wird gespielt und dann gibt es die entsprechenden Punkte da drauf. Danach, der Spielgewinner darf immer aus dem Süßigkeiten-Sack eine Süßigkeit ziehen und hat somit im Prinzip einen kleinen Gewinn für das gewonnene Spiel. Dann, wie lange dauert das Ganze? Ich mache es immer so lange, wie entsprechend die Stunde auch dauert. Das heißt, ich versuche es auch so ein bisschen spannend zu machen. Ich gucke immer so auf die Uhr, wenn so 5-7 Minuten noch zu spielen sind, sage ich immer vielleicht ein, vielleicht zwei Spiele. Und je nachdem, wie der Spielstand ist, sage ich dann letztes Spiel oder nicht. Da kann man einfach so ein bisschen Spannung nochmal herauskitzeln. Wenn das letzte Spiel natürlich entscheidend ist, dann geben die Spielteilnehmer nochmal richtig Gas und es ist einfach ein Spannungsfaktor dann da. Dann erhält der Gesamtgewinner, also die meisten Punkte hat nach Ablauf der Zeit, erhält den Hauptpreis. Und ganz wichtig bei Kindern, das solltet ihr beachten, lasst keinen leer ausgehen. Also natürlich solltet ihr auch für den zweiten, dritten und für alle Teilnehmer nochmal sagen, okay, ihr dürft vielleicht nochmal aus dem Süßigkeiten-Sack ziehen, nehmt euch drei, vier Sachen da raus und dann ist auch jedes, vor allen Dingen auch jedes Kind entsprechend glücklich und geht nicht enttäuscht nach Hause, das ist immer ganz wichtig. Und ja, bei den Erwachsenen habe ich beispielsweise auch Preise. Erster Preis vielleicht die Flasche Wein, zweiter Platz ein Griffband und so weiter in aufsteigender Wertigkeit. Das könnt ihr dann aber auch selbst bestimmen und einfach dann so machen, wie ihr es gerne möchtet. Ja, ich denke, das Spielprinzip habt ihr verstanden. Kommen wir jetzt zu den Spielen. Ja, die Spiele habe ich so ausgewählt. 50% was mit Tennisschläger, 50% Geschicklichkeit, Koordination, Schnelligkeit. Da ist, denke ich mal, eine gute Auswahl. Wichtig ist, dass es Spaß macht. Der Spaßfaktor steht im Vordergrund und deswegen ist in meiner Weihnachtsstunde nicht unbedingt jedes Spiel mit einem Tennisschläger. Jetzt zeige ich euch die Spiele und viel Spaß und bis gleich.
5. Sechs. Sieben. Sechs. So, das war jetzt eine ganze Menge Material für euch. Ich hoffe, euch hat das gefallen und vielleicht macht ihr im nächsten Jahr eure ganz eigene Weihnachtsstunde, vielleicht mit ergänzenden Spielen. Lasst sie mich wissen in den Comments. Ansonsten abonniert meinen Kanal, damit ihr weiter auf dem Laufenden bleibt für meine neuen Videos oder schaut mal in meine bestehenden Videos rein. Dort findet ihr einige Sachen für euer Tennistraining. Ich wünsche euch jetzt noch frohe Festtage und einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr. Euer Martin.